Hombres, me amo Gemma Fall, im Habla Español, ni seguto como es das. So, herzlich willkommen zum achten Aufnahmeversuch. Ich hab zuerst eine Runde, lol, der hackt, oder? Entweder ist er ziemlich gut, ja, der hackt. Nice, danke, Digi. Ja, moin, hier ist bin Marco, YouTuber in der Aufnahme getroffen. Dann habe ich sogar einen doppelguten Titel. Weil ich habe zuerst Deathmatch CWWW Training aufgenommen. Nice. Danke dafür. Und, ja, da hat sich mein OBS aufgehangen. Aber die erste Runde habe ich geaced. Die erste Runde habe ich halt geaced. Und das werde ich reinschneiden. Dann hatte ich noch eine Aufnahme, die war aber gameplay-technisch dezent beschissen und ich habe nur noch Scheiße gelabert. Dann hatte ich eine Aufnahme 1v1s, da habe ich wirklich absolute Scheiße gelabert. Ja. Und jetzt bin ich hier in dieser Aufnahme. Und habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass ich eine vernünftige Aufnahme zustande bekomme, sodass morgen etwas kommt. Und das morgen, also von mir aus gesehen morgen, von euch aus gesehen jetzt heute, ne? Weil ich bin heute, morgen, wie man es nimmt, nicht zu Hause. Und da dachte ich mir dann, jo, bin ich doch mal so nett und nehme ein Video auf und produziere es vor. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch nichts wird mit dem Aufnahmeversuch, aber ich nehme den einfach trotzdem, weil ich habe jetzt einen YouTuber in der Aufnahme getroffen und ich finde, Marco ist echt ein übelst korrekter Dude. Ich schaue seine Videos mega gerne. Die sind echt immer ganz lustig. Ich habe auch vor, morgen zu ein bisschen ein paar Videos machen, aber da werde ich jetzt, glaube ich, keinen richtigen Vlog draus machen. Und selbst wenn, dann erwartet bitte nicht irgendwie DNA-Qualität oder sowas. Da werde ich einfach nur wahrscheinlich ein bisschen Musik drunter legen oder sowas. Die Kombo war jetzt nice, aber ich habe schon eine andere Idee, wo ich auch vloggen kann. Und da habe ich wirklich, glaube ich, sogar eine ganz gute Idee für. Weil da kenne ich mich wirklich ganz gut aus. Da kenne ich ein paar ziemlich geile Spots für ein paar nice Zeitraffer etc. Ich hatte auch überlegt, da würde ich dann wahrscheinlich irgendwie so machen, dass ich einmal den Sonnenuntergang in Zeitraffer mache. Das sieht dann einfach hammer geil aus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Like, Abo, Kommi etc. freuen. Wenn ihr Bock auf ein Schulen-Vlog habt, dann schreibt es bitte mal in die Kommis. Bis dahin. Ciao!